Jo Leute, was geht? Freunde, heute rutschen wir eine Rutsche runter. Also jetzt nicht im Real Life, sondern im Spiel Slide in the Woods. Das Ganze soll nämlich ein gruseliges, kleines Horrorspiel sein. Und ich würde sagen, wir legen auf jeden Fall direkt los, Leute. Ja, wir sind auf jeden Fall hier in einem Wald, Freunde. Und alles, was man in diesem Spiel machen muss, ist einfach nur durch diese Rutsche zu rutschen. Was dann passiert, ich habe keine Ahnung, aber ja. Wo ist eigentlich überhaupt irgendwas? Wo sind denn die ganzen Leute? Hallo? Ich bin hier ganz alleine. Wie bin ich hierher gekommen? Warum ist hier nur eine Rutsche? Hier ist, das ist alles, was hier ist. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir einfach mal rauf. Ne? Lasst übrigens an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da, Leute, wenn ihr mehr von solchen gruseligen kleinen Spielen haben wollt. Abseits, Leute, von GTA 5. Okay, kann man hier runterrutschen, die Stange? Komm, geht das hier irgendwie? Hallo? Nein, das geht nicht. Okay, dann, ja gut. Dann gehen wir halt eben in die Rutsche rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber gut. Lass mal ein bisschen Spaß haben. Hui, yeah, wow, ist das cool. Oh mein Gott, da habe ich einen Riesenspaß gehabt. Wow. Das alles? Ist das alles, was ich hier machen kann? Okay, dann noch eine zweite Runde, Leute. Wer kennt das nicht als Kind? Immer wieder Spaß gehabt in so Rutsche. Und immer diese Elektroschocks bekommen. Wer kennt es nicht, Freunde? Bei McDonald's diese Rutsche. Man hat immer einen Elektroschock bekommen. Okay, dann fahren wir dem nochmal runter und let's go! Es war doch gerade noch eben sonnig. Was ist gerade mit dem Wetter passiert? Leute, ich habe so ein ganz, ganz mieses Gefühl bei dieser Sache. Naja, können wir eben noch was anderes machen? Können wir hier rauslaufen? Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen gruselig gerade. Das ist mir ein bisschen zu gruselig. Oh, ich kann hier nicht rauslaufen. Es geht nicht. Ich kann auch nicht, ich kann nicht springen, ich kann nicht angreifen, ich kann nichts machen, bis auf diese Rutsche zu gehen. Oh, okay, na gut. Hoffentlich wird das Wetter wieder besser. Leute, ich hoffe mal, das Wetter wird jetzt besser. Wir rutschen jetzt noch einmal runter, oder? Sollen wir das? Weil jedes Mal, wenn wir wieder runterrutschen, verändert sich hier irgendetwas auf der Welt. Ich weiß nicht, wir gehen rein. Na gut, dann gehen wir rein. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Was war das? Oh mein Gott. Sammeln wir die Taschenlampe auf. Okay, eine Taschenlampe. Mach sie auf, mach sie auf, mach sie auf. Da ist noch ein bisschen Batterie übrig. Oh mein Gott. Leute, das ist einfach eine Zeitreisen- und wetterveränderte Rutsche. Ich hätte lieber mir gewünscht, nicht gerutscht zu sein. Dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen Sonne gehabt. Aber naja, gut. Kann man da reingucken? Hui, okay, nee, kann man jetzt nicht. Okay, Leute, irgendwas ist hier sehr, 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 sehr gruselig. Irgendwas sehr Merkwürdiges. Wir gehen einfach mal weiter, ne? Also, wir können ja nichts anderes machen, als einfach durch die Rutsche zu rutschen, ne? wer kennt es nicht? Das macht auch übel Spaß, nachts die Rutsche runterzurutschen, oder? Nein, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich nochmal rutsche? Ich weiß nicht. Leute, komm, ich gehe nochmal, komm, ich gehe nochmal. Was passiert jetzt? Let's go, Leute. Hui, ich habe keine Spaß mit der Rutsche. Okay. Wow. Okay, also es ist immer noch gleich, aber hier oben ist etwas. Was ist das da oben? Komm, wir sammeln das mal auf, was auch immer wir da gefunden haben. Ich glaube, oh, das sieht nach einer Zeitung aus. Small Town Tragedy, also eine Tragödie. In einer kleinen Stadt in Morning gab es mehrere Personen, die verloren gegangen sind. Es waren meistens Kinder und Erwachsene, die verloren gegangen sind. Ein Detektiv arbeitet an diesem Fall. Es wirkt so, als wären sie einfach wie dünne Luft verschwunden. Er fragt, ob irgendjemand Informationen zu diesem Fall hat und zu den Opfern. Bitte informieren Sie die Polizei. Oh mein Gott, okay. Also es ist nicht nur ich. Was? Das heißt, werde ich jetzt auch ver... Was wird mit mir passieren, wenn ich jetzt nochmal die Rutsche runtergehe? Na gut. Alles klar, wir tun es einfach, Leute. Wir tun es einfach. Oh mein Gott. Okay, okay. Also, oh, oh, oh. Da war was. Da war was. Ich bin nicht der Einzige, der in der Rutsche war. Da war noch jemand anderes. Habt ihr die Geräusche gerade gehört? Ihr habt gerade die Geräusche gehört, oder? Da ist irgendwas in dieser Rutsche. Und es ist mir ein bisschen zu dunkel, muss ich sagen. Aber ich habe gehört, da ist noch irgendwas anderes gekrabbelt. Oh, Leute, ich mag das nicht, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Naja, was bleibt uns anderes übrig? Wir können einfach nur durch diese Rutsche durchrutschen. Das ist das Einzige. So funktioniert das Spiel, Freunde. Man muss durch die Rutsche gehen. Man kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ich möchte gerne wieder Tag haben. Aber so funktioniert das nicht. Okay. Leute,
Ich gehe da nur runter. Okay, komm, ich gehe da jetzt einfach runter. By the way, Leute, jetzt morgen in den Shop kommt die neue Lampe, Freunde, mit dem neuen Osterdesign, das ich mit den Easter Eggs rausgebracht habe. Also, wenn ihr die Lampe auf jeden Fall abchecken wollt, checkt idzock.shop aus, Leute. Lampe kommt morgen um 18 Uhr raus. Sichert euch die Lampe gerne. Kann verschiedene Effekte machen. Ihr könnt es mit USB verbinden oder Batterien reintun und habt ein schönes Deko-Stück. Also, gönnt euch gerne die Lampe. Dann habt ihr auf jeden Fall mehr Licht als in diesem Spiel. Und ich sag's euch, so eine Lampe hätte ich jetzt gerne in der Rutsche gehabt, damit ich wenigstens was sehen kann. Aber gut, wir rutschen einfach mal weiter. Okay. Okay. Das war jetzt nicht so gruselig. Das waren jetzt keine Geräusche, die rauskamen. Ha. Alles gut. Ein bisschen zu ruhig. Was meint ihr? Okay, so, dann gehen wir mal wieder weiter. Naja, ey, zum Glück habe ich diese Taschenlampe. Real Talk, hätte ich diese Taschenlampe nicht, dann hätte das Spiel jetzt schon geschlossen. Aber ich... Okay, wir gehen nochmal rein. Na gut. Hui! Oh, das macht so einen Spaß. Oh mein Gott. Oh, was war das für ein Geräusch? Was ist das? Hallo? Da war was. Da war was. Was kommt denn da für Geräusche raus aus dieser... Oh mein Gott. Oh. Oh. Da ist irgendwas, Leute. Irgendeine Kreatur. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Oh mein Gott. Und es ist rot. Da ist ein bisschen Blut. Okay. Ich mag das überhaupt nicht, in was für eine Richtung sich das jetzt entwickelt. Oh nein, die Treppen sind auch alle rot. Warum sind die... Oh, okay. Ich gehe schon... Oh mein Gott! Wow, was ist das? Oh! Wow, was ist das? Was ist das? Oh nein! Oh! Oh mein Gott! Meint ihr, ich soll da nochmal runterrutschen? Nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das, ich kann jetzt aber nicht aufhören, oder? Ich kann jetzt noch nicht aufhören. Ah, Leute, wir machen einen Deal. Abonniert jetzt gerne den Kanal und ich gehe diese Rutsche runter. Drückt jetzt kurz auf Abonnieren, Leute, und ich gehe diese Rutsche runter. Okay, ich warte mal ein paar Sekunden, Leute. Alles klar. Dankeschön, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Ich habe da keine Lust drauf, aber ich muss das jetzt machen, Leute. Ich habe es euch versprochen. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Okay, wir gehen... Ich will da nicht rein. Da ist ein Schrei gekommen. Okay, wir gehen rein. Ich glaube, hier ist es... Kommt es mir so vor oder wird es noch dunkler? Egal, wir gehen rein. Oh mein Gott. Hä, ist die Rutsche länger als sonst? Die Rutsche ist länger. Oh, wo geht's denn hin? Oh, 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 Junge. Wo führt mich das hin? Oh mein Gott. Meine Taschenlampe ist gleich leer. Nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, oh. Komm, komm, Taschenlampe. Gib noch ein bisschen Batterie. Noch ein bisschen Batterie. Wow. Was ist das? Wo? Hold and then release space. Okay. Okay. Ich... Wow, hört ihr das? Warum muss ich jetzt hier kraulen? Crawlen? Komm schon, wir kriechen nach vorne. Komm schon. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen in die Richtung gehen. Da hinten ist was. Ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Jemand jagt mich. Irgendwas jagt mich. Leute, das ist wie ein Huggy Wuggy. Das ist wie ein Poppy Playtime. Nein, nein. Hold space down. Okay. Okay. Leute, ich hätte es mir wirklich nochmal... überlegt, da jetzt lang zu rutschen, aber wo sind wir hier? Was ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Ort, Freunde? Wow, das sind solche Ketten. Was machen diese Ketten? Kann man da runterspringen? Ich würde es lieber nicht trauen, Leute. Ich traue mich da jetzt nicht runterzuspringen. Nein, keine Chance. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal da die Treppe hoch, oder? Was meint ihr? Oh, diese Hintergrundgeräusche. Ich sag's euch, die ist nicht so angenehm. So, wir gehen hoch. Was kann mich denn schon erwarten, Leute? Was kann mich denn schon erwarten? Ah ja. Oh. Ist das nicht gerade dieser Körper, der jetzt damals, als dieses Monster die Rutsche reingezogen hat? Ist das nicht der Körper? Soll ich da jetzt hochgehen? Leute, aktiviert mal die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Okay. Okay.
Alles klar. Leute, das ist mir viel zu gruselig. Was ist hier gerade passiert? Der wurde hier draufgelegt und die Treppe runtergeworfen. Okay. Was auch immer in diesem Gebäude passiert ist, das Monster muss da drinne sein. Alles klar. Habt ihr schon ein Like da gelassen? Wenn nicht, dann tut's jetzt gerne, damit ich weiß, dass ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Okay. Oh, nein, 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 nein! Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, was ist das hier? Alles klar. Ist das Herz von Liberty City aus GTA 4? Das erinnert mich stark an das Easter Egg aus GTA 4 in der Freiheitsstatue. Und hier ist, glaube ich, nochmal diese Rutsche. Aber da ist so ein Teil dazwischen. Alles klar, Leute. Ach, wir müssen die Ketten entfernen. Warum soll ich das machen? Ist da unten jemand? Okay. Naja, egal. Leute, ich war schön, euch kennengelernt zu haben. Wirklich, Real Talk. Hat echt Spaß mit euch gemacht. Ich glaube, danach verabschiede ich mich. Was muss ich denn jetzt machen? Oh Mann, das Herz pocht schneller. Es pocht immer schneller. Was ist denn hier los? Okay. Drücke E, um sie zu füttern. Wen? Wen soll ich jetzt füttern? Okay. Es geht jetzt runter. Wen füttere ich denn da gerade? Ist das der Salak aus Star Wars? Hallo? Krieg ich jetzt meinen Lohn? Ah, danke schön. Endlich geht's auf. Meine Güte, Leute. Ah, okay. So. Warte mal kurz. Hallo? Wer sind Sie? Hallo? Sirenhead? Sirenhead, bist du das? Es ist Sirenhead, oder? Aber was mit deinem Kopf passiert? Ah! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Leute, er verfolgt mich. Oh, jetzt weg hier. Oh mein Gott. Okay, los. Kriechen, kriechen, kriechen. Oh nein. Oh, komm schon. Oh, los, 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 los. Na los, beeil dich, beeil dich. Oh, oh Junge, komm on. Hilfe! Leute, warum mache ich das? Warum mache ich das eigentlich? Wieso? Wieso muss ich mir das antun? Egal, 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 egal. Oh mein Gott! Okay. Zieh! Push, Junge! Push! 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 Push, Junge! Nein, es ist da! Nein! Nein, 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 nicht! Beeil dich! Na los! Komm! Komm! Komm schon! Komm, ich schwing mit! Ich fühl das mit dir, Bruder! Komm schon! Na los! Jetzt! Oh, mein Gott, Alter, wie lange geht das? Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! Wir rutschen runter. Das Geräusch wird leiser. Nein, meine Taschenlampe! Es ist dunkel. Oh, komm schon, ein bisschen Batterie hast du doch noch übrig. Puh. Okay. Wo rutschen wir jetzt rein? Ich wollte doch einfach nur auf die kleine Rutsche. Und... Oh mein Gott. Puh. Was auch immer das Monster wollte, ich glaube, es jagt mich immer noch, oder? Oh, oh nein, oh nein. Ey, Leute. Da ist noch eine Rutsche. Noch eine rote Rutsche. Warum muss ich das tun? Muss ich da rein? Leute, ihr kennt es obligatorisch. Mein verschwitztes Mauspad. Mein verschwitztes Keyboard. Weiß nicht, warum ich das immer in die Kamera halten muss. Okay, ich muss da jetzt rein. Was wird mich denn jetzt nächstes erwartet? Erwarten. Gehe ich jetzt in die Hölle rein? Alles klar. Leute, ich glaube, ich verabschiede mich. Wir gehen rein. Ah, oh, es macht so. Oh, ja! Jo! Ja! Let's! Go. Wo ist die Rutsche hin? Let's go! Wir haben es geschafft! Ja! Let's go! Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Let's go! So ist das, Leute. So ist das. Okay, Freunde. Auf jeden Fall... Keine Ahnung, warum ich mir das antue. Es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und Leute, mal Real Talk. Wenn ihr mehr von solchen Spielen haben wollt, es gibt so viele Dutzende Spiele davon, dann schreibt es erstens in die Kommentare. Mehr solcher kleinen Horror-Games. Und lasst einen Daumen nach oben da.
Und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus, haut rein und ciao.